XRP. Wird XRP in 28 Tagen umziehen? Wir sehen eine Show. Was glaubst du, was bei XRP in den nächsten 4 Wochen passieren wird? Welche Auswirkungen wird es auf die Preisprognosen von XRP haben? Sehen Sie sich das Video bis zum Ende an, um das gesamte Szenario, das vor sich geht, tatsächlich zu verstehen. Hallo Leute, willkommen zurück auf dem Kanal. Für das heutige Video werden wir uns also genauer damit befassen, was für XRP in den nächsten 28 Tagen interessant sein wird. Aber bevor wir mit dem Video beginnen, stelle sicher, dass du diesem Video einen großen Daumen nach oben gibst. Und wenn du neu auf dem Kanal bist, vergesse nicht zu abonnieren, bevor du gehst. Klicke auf das Glockensymbol, damit du benachrichtigt wirst, wenn wir ein neues Video hochladen. Doch bevor wir nun zum Thema dieses Videos kommen, möchte ich dir mitteilen, dass dieses Video keine Finanzberatung oder Anlageberatung ist, sondern nur meine persönliche Meinung. Aber nun zurück zum Video. Werfen zunächst einen Blick auf das Killswitch-Update von John McAfee von @perpetualmaniac. Es wurde ein Tweet mit dem Titel hochgeladen, Notfallplan aktiviert. Der erste Gedanke, der uns nach dem Lesen des Titels in den Sinn kommt, ist, dass innerhalb von 4 Wochen etwas Großes kommt. Das Video scheint auch einen Link zu enthalten, der derzeit nicht mehr verfügbar ist oder wahrscheinlich entfernt wurde. In dem Tweet sagt John McAfee, dass er einige CIA-Agenten verdrängt hat, was beweist, dass er die Ware hat. Obwohl er das auch sagte, besteht die geringe Möglichkeit, dass auch andere Menschen in anderen Ländern dieses Datum haben. John McAfee markierte dann die Post von Brett Bonglong, die oben genannten Personen, sagte in einer Twitter-Nachricht, dass seit John McAfee diesen Tweet bezüglich der ganzen CIA-Sache gepostet hat, aus dem Nichts ein schwarzer Van vor seinem Haus aufgetaucht ist. Das ist alles, was er über die Veranstaltung weiß. Die nächste wichtige Aufgabe besteht darin, den nicht verfügbaren Link zu öffnen, indem sie in Archive gehen. Nachdem wir also die Mission, den Link zu öffnen, erfüllt haben, werden wir weitermachen und sehen, was in dem Link steht. In dem Link befindet sich tatsächlich ein Safe, der besagt, dass Fallplan aktiviert und etwas Großes kommt in 28 Tagen steht. Es ist zusätzlich ein Ether-Token vorhanden, der sagt, alle richtigen Menschen haben Angst, sie sollten sein. Zu diesem Zeitpunkt wissen wir nur, dass etwas unter unserer Nase vor sich geht. John McAfee hat irgendwie irgendwelche offiziellen Dateien in die Hände bekommen, die hochsensibel waren. Es könnte auch etwas mit dem nächsten großen Ding zu tun haben. Etwas Großes kommt, wir können es in der Luft spüren. Es kann entweder ein großer Crash, ein Cyberangriff oder so weiter sein. Als nächstes im Video haben wir einige Gedanken darüber, was das große Ding sein könnte. Russland hat beispielsweise offiziell angekündigt, innerhalb der nächsten 4 Wochen alle US-Dollar Vermögenswerte aus dem Staatsfonds zu liquidieren. Eine wichtige Sache, die hier zu beachten ist, ist die Zeitdauer, die sie wählen. Aus welchen möglichen Gründen müssen es die 28 Tage sein? Wir können nur davon ausgehen, dass es definitiv etwas mit dem John McAfee-Szenario zu tun hat. Es hängt alles zusammen. Die nächsten 28 Tage werden für XRP und die am meisten erwarteten XRP-Nachrichten sehr entscheidend sein. Soweit wir wissen, könnte es auch der Wechsel des Transferfinanzsystems sein, der XRP schließlich auf 3 bis 4 Stellen führen würde. Werfen wir nun einen Blick auf diesen Tweet der Bank für internationalen Zahlungsausgleich, der sagt, wie sich digitale Designs der Zentralbanken vom Konzept zur Praxis entwickeln. In einem dem Tweet beigefügten Video wird gesagt, wie man sich CBDCs als digitale Geldform vorstellen kann. Es wird auch gesagt, dass sie bei CBDCs tatsächlich jemanden bezahlen können, wie sie es tun würden, indem sie ihm das Geld direkt überweisen. Aber stattdessen tun sie dies digital, indem sie ihr Smartphone oder andere Geräte ohne den Einsatz von Finanzintermediären verwenden. CBDCs sind im Grunde eine direkte Forderung an die Zentralbank, was bedeutet, dass die Zahlung, sobald sie gesendet wurde, sicher und endgültig ist, ohne dass die Finanzintermediäre die Transaktion begleiten müssen. CBDCs sind ebenso wie Bargeld eine vertrauenswürdige und verifizierte Transaktionsquelle. CBDCs können eine Reihe von Vorteilen gegenüber dem zentralen Datenfluss in der digitalen Wirtschaft bieten. CBDCs können beispielsweise beim Aufbau eines integrativen und effizienten Zahlungssystems helfen, indem sie die Datennutzen ermöglichen, um gleiche Wettbewerbsbedingungen zu fördern. CBDCs können die Privatsphäre des Kunden effektiv schützen und gleichzeitig die Integrität des Zahlungssystems wahren. Man kann jetzt fairerweise sagen, dass CBDCs die Zukunft und die Idee sind, deren Zeit gekommen ist und dass CBDCs möglicherweise das Rückgrat des hocheffizienten neuen digitalen Zahlungssystems bilden könnten. Oben erwähnt sind die wichtigen Punkte aus dem Tweet. Sagen wir einfach, dass sie sich mit dem digitalen Währungssystem der Zentralbank ziemlich schnell bewegen. Vor ein paar Monaten wurde noch nicht mehr über CBDCs gesprochen, wie es heute ist. Jetzt reden sie tatsächlich davon, sie umzusetzen. Es dauert Jahre, dieses ganze digitale System zu entwickeln, was bedeutet, dass sie daran gearbeitet haben, wissend, dass es kommt. Weiter geht es mit XRP
auf das der Howey-Test zugreift. Außerdem, warum ist es relevant? Warren Davis aus Ohio hat sich sehr lautstark zu diesem Thema geäußert und sagt, ich bin froh, dass sich der Präsident mit dem Aufsichtsbehörden trifft, weil dieser Bereich seit einiger Zeit Aufmerksamkeit erfordert, insbesondere Krypto. Das hat er auch gesagt, die bestehenden Finanzvorschriften im Land haben sich zu langsam geändert und konnten mit der Fintech-Innovation nicht Schritt halten. Wenn wir über die Kontrolle von Ripple sprechen, sehen wir, dass Ripple tatsächlich nicht so viel Kontrolle über den XRP-Markt hat. Der Kryptomillionär Jed McCaleb hat fast kein XRP mehr, um auch das in den Markt zu bringen. Dies bedeutet, dass er zu diesem Zeitpunkt kein XRP mehr hat. Alles, was wir bisher im Video erwähnt haben, stimmt miteinander überein. Daher wissen wir, dass es höchste Zeit ist, dass etwas Großes passiert, das XRP zu einem wahren Wert bringt. Die Tatsache, dass der Kryptomillionär der Gründer der nicht mehr existierenden Börse Ripple Labs und zuletzt Stellar ist, all seine XRP abgibt, dies macht uns verständlich, dass er an all den Dingen beteiligt ist, die für die grenzüberschreitenden Zahlungen relevant sind. Und daher ist das Dumping von XRP eine sehr seltsame Sache. Wir werfen nun einen Blick darauf, wie niedrig die Welttransaktionen damals waren und wie sie in den letzten Tagen oder Wochen rasant zugenommen haben. Sie bereiten sich definitiv auf etwas vor, das uns umhauen wird. Und es ist fast soweit. Jetzt haben wir den US-Notenbankenbeamten Tether als Herausforderung für die Finanzstabilität bezeichnet, indem Eric Rosington die Stablecoin zu den neuen Störfaktoren für die kurzfristige Kreditmärkte zählte. Wir wissen, dass USDD irgendwie mit der Unterstützung des US-Dollars in Verbindung gebracht wird, aber später haben wir festgestellt, dass dies nicht stimmt. Wenn der US-Dollar zusammenbricht, erhöht er konventionell den Wert von XRP. Das geht schon länger herum. Und was als nächstes passieren wird, ist, dass ein hochrangiger US-Notenbankbeamter die Tethers USDD-Stablecoins als ein großes Risiko für die Stabilität des Finanzsystems bezeichnet hat. Stellen Sie sich vor, Sie hätten ein CBDC mit einem digitalen Dollar, für den USDD bleibt dann keine mögliche Funktion. Das ist schon seit einiger Zeit in aller Munde. Als nächstes haben wir Elon Musk Einfluss auf die Kryptowährung. In den letzten Tagen hat Elon Musk wie verrückt über XRP getwittert, was notwendigerweise den Zusammenbruch des XRP US-Dollar bedeuten könnte. In der nächsten Woche können wir erwarten, dass etwas Verrücktes passiert. Wir empfehlen Ihnen, dieses Video zu speichern und nach 28 Tagen, als die große Sache passiert ist, kommen Sie zurück und sagen uns, wie genau Ihre Erwartungen in Bezug auf XRP waren. Als nächstes möchten wir Sie darauf aufmerksam machen, dass Ripple am Ende des Tages stärker benachteiligt wäre als der XRP-Markt insgesamt. Zu beachten ist, dass XRP Ledger derzeit über 156 Validierungsknoten verfügt, von denen nur 19 an Ripple identifiziert werden können. Das bedeutet, dass das Unternehmen kaum 12% der Knoten kontrolliert, während die restlichen 80% für die Validierung der Transaktion benötigt werden. Daher wird bestätigt, dass Ripple selbst nicht die Macht hat, das Netzwerk zu manipulieren. Der Unterscheidungspunkt ist, dass wenn Ripple zu viel Kontrolle über XRP hat, es als Sicherheit ausgegeben wird, da es sich dann um einen Investitionsvertrag handelt. Das ist jedoch nicht der Fall. 80% der Knoten werden von den Validatoren benötigt, um die Transaktionen zu validieren und dieses Netzwerk zum Laufen zu bringen. Und bevor wir das Video abschließen, werfen wir einen Blick auf Bill Hinman, der das Interview des ehemaligen SEC-Direktors mit Chris Bummer geführt hat, um zu beweisen, dass unsere Annahme, dass etwas Großes bevorsteht, richtig ist. Während des Interviews können wir sehen, wie Bill Hinman seine ursprüngliche Rede einige Monate nach der ursprünglichen Rede wiederholt und deutlich sagt wir mehr als 5-mal, während er darüber spricht, dass Ethereum kein Wertpapier ist. Er sagt auch unser wie 2-mal. Er sagte, dass er seine Meinung darlegte, aber wir könnten sehen, dass er uns benutze und uns, als würde er die Meinung der SEC aussprechen. Nachdem er konfrontiert wurde, änderte er seine Haltung und sagte, dass er nicht die Sicht der SEC spreche. Das ist nicht das einzige Auffällige und Wichtige hier. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass er über Ethereum sagte. Er sagte, dass es zu dieser Zeit nicht notwendig wäre, Ether zu regulieren. Sagen wir einfach, wenn Ether irgendwie reguliert werden würde, hätte sie wahrscheinlich getan. Aber es wurde nicht als notwendig erachtet. Das macht einfach keinen Sinn. Es ist eine Notwendigkeit für XRP reguliert zu werden, weil sie es als grenzüberschreitendes Zahlungssystem nutzen wollen. Sie möchten, dass XRP die Rolle des Bridge Assets spielt, also müssen sie es regulieren. Es ist zu diesem Zeitpunkt keine Option, wenn sie den letzten Schritt machen wollen. Das ist es für das heutige Video, Leute. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Sagen Sie uns bis dahin in die Kommentare unten, was Sie von diesem neuen Riesending halten. Bis dahin, auf Wiedersehen.